Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins und wer den letzten Part nicht gesehen hat, kann das natürlich gerne nachholen. Wir machen jetzt weiter und ich habe offscreen, wie ich es bereits gesagt habe, die ganze Gegend erkundet. Hier bin ich jetzt natürlich noch nicht hingegangen, weil das ja einfach zu einem Gebiet gehört, was vom Level höher ist als meins. Also das ist ja hier so Level, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bedeuten soll Level 6 bis 8 oder warum hier in der Mitte dann immer das Schild ist, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil hier steht ja zum Beispiel Level 1 bis 5 und das war es ja auch. Und ja, ich bin zwar jetzt Level 11, das bedeutet sozusagen, ich könnte jetzt auch vielleicht schon nach hier oben, nach Alexandria, beziehungsweise da müssen wir ja auch hin, also ich denke mal, das bahnt sich ja hier fort, Alexandria, Canopos, dann nach Sapmenome, dann nach hier oder halt hier auch noch so und so weiter, ja, also so bahnt sich das ja irgendwie fort und ich habe auf jeden Fall die ganze Gegend ein wenig erkundet, außer das hier, weil dort muss man questbedingt noch hin, da hatten wir eine Quest angenommen. Ich bin jetzt aber einfach mal zu dieser Insel hier gegangen, denn dort habe ich nicht nur einen Schatz geholt, sondern dort ist auch dieser Mann versteckt, den wir suchen sollen. Und hier ist auch noch eine weitere Quest, der Geschmack ihres Stichs, deswegen bin ich einfach jetzt hier geblieben, direkt nehme die Quest noch an und dann sprechen wir mit Claudios. Von daher, so. Ein Ort des Todes. Das untersuche ich. Okay, finde mehr über den Mord heraus. Okay, wir können es ja mal machen. Ja. War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut, wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Okay. Sachmet. Die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer. Über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Und da liegt nun ein Fuß. Den wir einfach mal woanders hingekickt haben. So, wo liegt denn hier... Ah, hier liegt noch was. Reste einer Nachricht. Es fehlt einfach zu viel. Okay, das könnt ihr euch dann mal durchlesen. So, was haben wir hier? Nichts mehr wirklich. War das eine grausame Zeremonie? Ah, ne, das hatten wir ja. Ja, genau, das breche ich jetzt mal wieder ab. Ich dachte vielleicht, dass er noch was anderes dazu sagt, aber tut er nicht. So, dann gucken wir doch mal mit Senu, ob der vielleicht noch was entdeckt. Oder wir von hier oben noch was sehen können. Da hinten scheint noch was zu sein. Ah ne, Untersuchungsgebiet verlassen. Okay, das heißt, wir müssen wirklich hier vorne gucken. Ob wir halt hier noch was finden. Können wir auch nach da unten oder würde man da auch schon das Gebiet verlassen? Mal schauen. Ah, ne, hier scheint auch noch was zu sein. Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol, aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Und hier liegt noch was. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche, doch die Krokodile haben sie verschlungen. Beunruhigend. Hätte ich mehr Informationen, könnte ich das besser verstehen. Da ihn ein Krokodil gefressen hat, werde ich nach anderen ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Okay, untersuchte Ritualstätten in der Welt. Alles klar. So, das heißt, wenn wir nochmal sowas finden, werden wir dann wahrscheinlich schlauer werden. Also eine Quest, die sich wahrscheinlich dann über mehrere Gebiete verteilen wird. Ich weiß gar nicht, auf der Karte wird uns das angezeigt. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich denke mal, Hauptsache, wir haben jetzt das schon mal hier gemacht gehabt, also warum nicht. So, versteckte Steuer. Jetzt sprechen wir mal mit diesem Typen hier. Der sitzt da unten nämlich fest. So, Kollege. Na? Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das finde ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier.
Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Und da wirst du glücklich sein. Warum hat der eine Frau und ich nicht? Ja, unfair. Also ich meine in echt, dass ich keine habe. Im Spiel hat Bayek ja eine. Nee, aber auf jeden Fall cooler Dude. Und nicht, dass ihr euch wundert von wegen, warum hast du sie getötet? Hier schwommen eigentlich zwei, drei Krokodile rum. Die habe ich aber dann offscreen, hatte ich die halt schon erlegt gehabt. Also nicht, dass ihr euch jetzt fragt, was das soll. So, jetzt müssen wir den mal abholen gehen, den Dude. Wo ist denn der? Ach, alles klar. Tag, Kollege. Gut, bringen wir dich mal wieder zu deiner Frau. Ich frage mich nur her, wo dir die Kussmünder kommen auf deiner Wange. Nicht, dass du dich anderweitig vergnügt hast. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ja, ich ja. kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie könnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Nein, nicht wirklich. Kommt der Typ auch... Ach, der schwimmt einfach. Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Eigentlich unfair, das ist nur ein dummer Griech, dass ich hier mit dem Schwert komme. Schon genug gestohlen. Dass ich hier mit dem Schwert Brüder, komme. Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Also ich glaube, ich habe die mehr als nur erschlagen. Also ich wollte jetzt aber nicht wirklich zu meinen Fäusten wechseln. Sorry. Ja. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Ja. Ja. Egal. Ich habe meine EP bekommen. Alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Lustige Quest auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir zur nächsten Quest mit dem Totenbuch. Die befindet sich nämlich hier oben. Und da überlege ich gerade sogar, ob es nicht ein... Obwohl, nee, das macht eigentlich nicht viel aus. Ich dachte, wenn ich mich zu dem Wegpunkt teleportiere, geht schneller. Aber ich glaube, auf die paar Meter kommt das jetzt gar nicht an. Von daher, ja, lasse ich das. Und danach werde ich mich dann auch mit der Hauptquest befassen. Denn nebenquestmäßig ist er ja dann nichts mehr in der Nähe. Und ja. Also ich nehme diesen Part jetzt immer noch auf. Am 23.02. Ich hatte das ja im letzten Part am Ende mal erwähnt gehabt. Ich werde das halt immer wieder so ab und zu sagen, damit ihr halt einfach wisst, wenn ihr mir was hier in die Kommentare schreibt, wann ihr damit rechnen könnt, dass ich das dann überhaupt lese. Ja. So, ja, ich weiß, dass ich Szene rufen kann, aber erstmal will ich ein bisschen näher dran. So, jetzt rufe ich. So. Das mit Senno ist echt cool gemacht. Ziel lokalisiert. Okay, cool. Die trainieren da. Ist hier noch sonst irgendwas? Oh, da ist noch wer. Erleichtert sich. Ja gut, die gehen manchmal pinkeln. So. Gab's auch damals schon in Gothic. Es war auch immer ganz witzig, die dann auszuschalten. Na, hier sollte ich vorsichtig sein.
Okay, töte den Hauptmann und Schatz plündern. Alles klar. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja. Kriegen wir schon hin. Übrigens habe ich auch, was Ausrüstung angeht, ein paar Sachen geupgradet. Mir mal ein paar andere Waffen jetzt zugelegt, die ich halt gefunden habe. Hab hier mal weitergeskillt, dass ich... Nee, hier unten das genau, dass eine Kill-Serie mir mehr EP gibt. So. Hey, ich, was? Manchmal finde ich es cool, wenn man übrigens auch so eine kleine Rolle nach vorne machen könnte. Das habe ich zumindest noch nicht herausgefunden, ob sowas funktioniert oder nicht. Nichts. Was? Hey! Gut, soviel zum Thema. Aber ich habe... Ich liebe es halt, die Leute, wenn die einfach so doof auf mich zurennen, einfach mit einem Bogen auszuschalten. Es gibt nichts Lustigeres. Damit habe ich mal wirklich so 3-4 Leute, oder mehrere sogar. Ich habe da wirklich so viele Leute, die mir entgegengekommen sind, reihenweise ausgeschaltet. Das ist, also ich weiß nicht, ob der Bogen halt einfach überpowered ist, aber ich finde das einfach mega witzig so. Und hey, warum soll ich mich mit denen unbedingt im Nahkampf prügeln? Ich meine, klar, es wird noch genug Fights geben wahrscheinlich, wo ich im Nahkampf was machen kann, aber wenn ich so diese paar Fußsoldaten hier so ausschalten kann, warum denn nicht? Okay, Fackel. So. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Ja, nice. Damit müssten wir das Versteck hier auch ausgeräumt haben. Genau, klasse. Super. Ja, und damit kann ich mich jetzt dann wieder in die Stadt zurück teleportieren, würde ich sagen, oder? Ich schaue jetzt mal eben. Genau, hier vorne kann man ihm das abgeben. Dann teleportiere ich mich doch jetzt direkt hier hin, würde ich sagen. Perfekt. Das finde ich wirklich gut gemacht mit der Schnellreise. Und ich hatte erst nicht verstanden, als Leute meinten, dass man Aussichtspunkte nicht mehr erkunden muss. Obwohl es ja eigentlich machbar ist. Bis ich dann aber verstanden habe, dass die damit meinten, man muss Aussichtspunkte nicht mehr erklimmen, um das Gebiet freizuschalten, dass man da was sieht. Und das finde ich persönlich ganz cool gemacht. Und ich glaube auch, dadurch, dass das hier ja alles noch so dunkel ist, kommen wir hier auch gar nicht hin. Weil das zählt ja immer, glaube ich, dafür, dass wir da desynchronisiert werden. Und ich glaube auch nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist, dass wir da hingehen, weil wir da einfach wahrscheinlich total auf die Mütze kriegen würden. Weil Assassin's Creed ist halt ein Spiel, ich glaube, wenn man da wirklich 3 Level unter den Leuten ist, dann macht man automatisch auch weniger Schaden. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Als ob der Dude jetzt gestorben ist. Okay. Ja, gut, ne? Natürlich doof gelaufen für den. Was ist das eigentlich da unten? Das muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Hi. Erstmal unnötige Sachen verkaufen. So. Magi, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle! Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben.
Das Kamelsymbol zeigt dir den Standort von Reda, dem Händler. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot, also besuchen regelmäßig, dass sich sein Sortiment jede Woche ändert. Außerdem bietet Reda an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen nur zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Okay, ja, coole Sache. Genau, das war das ja, was ich gerade meinte eben. Okay, hier. Bayek, mein Magi! Es gibt Leute, die unsere heiligsten Stätten entweihen und unsere heiligsten Schätze stehlen. Diesen Banditen geht es nur ums Geld. Halte sie auf. Schütze unsere heiligen Stätten. Einverstanden, Sunny? Okay, mal schauen. Jetzt will ich mal ganz kurz wissen, für welche empfohlene Stufe 8. 6 Stunden übrig. Ah, okay, 6 Stunden, das ist... Ja, stimmt, das geht bis... Okay, das ändert sich also wirklich dann jeden Tag. Ja, cool. Event-Quest. Aber wir machen natürlich jetzt erstmal das hier fertig. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Waffen, haben wir eine neue? Hier habe ich übrigens einen Bogen, aber der bringt mir nicht viel, weil das halt einen, weil der Bogen eben, Ja, man kann also keine von diesen Viechern töten. Ach cool, das ist so ein... Mit so einem Visier. Ah, okay, ja, nice. Wobei ich das aber nicht unbedingt brauche. Ich bin halt wirklich ein Fan von diesen langen Bogen. Die sind mir wirklich noch am liebsten. Auch der Bogen. Ich mag der Kriegsbogen, der ist cool, weil er hat halt so... Du verschießt halt direkt mehrere Pfeile. Aber ich mag nicht diese kleinen Bögen, womit man halt so ganz viele schnelle Pfeile schießt. Das ist sicherlich... Also das ist, glaube ich, für den Nahkampf ganz gut, wenn ein Gegner so schon vor dir steht, dass du den irgendwie damit unterbrechen kannst. Aber ich bin eher derjenige, ich benutze einen Bogen nur aus der Entfernung. Ansonsten, ja, brauche ich das nicht zwingend. Was haben wir hier noch? Eine Sichel, okay, das können wir alles mal zercraften. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal das Totenbuch noch dem toten Dude bringen. Damit er in Ruhe Frieden finden kann. Und ich glaube, danach mache ich dann noch diese andere kleine Quest eventuell, wenn es zeitlich klappt. Und dann im nächsten Part begeben wir uns dann zu der Hauptquest. Und dann werde ich, glaube ich, auch erstmal ein, zwei Hauptquests machen, je nachdem, ob die dann für unser Level geeignet sind. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Okay. Genau, man kriegt nämlich mit jedem Level ja auch Schaden und Gesundheit dazu. Und ich glaube, das ist halt auch einfach relativ wichtig, wenn es halt darum geht, Gegner angreifen zu wollen, die stärker sind als einer selbst. So, schauen wir doch mal, wo muss ich dafür hin? Nach hier vorne. Okay, das passt doch super, weil das liegt direkt auf dem Weg. Ich hoffe, die Quest ist damit direkt abgeschlossen und ich muss jetzt nicht unbedingt noch zum Typen zurück. Also zu dem Jungen. Aber ich werde es ja sehen. Gebt den Weg frei! Ups, sorry. Wartet mal. Ach so, ich bin hier schon im Missionsgebiet. Ich muss jetzt nur die... Ah, okay. Ach, das ist die... Wenn der Konvoi an einem vorbeifährt, ja? Wahnsinn. Ja, kleines Kind aus dem Weg. Meine Güte. Ja, aber gut, passt doch. Perfekt. So. Ich will nur ein bisschen näher rankommen, damit ich mit meinem Bogen ausschalten kann. Ich finde diesen... Also man kann natürlich sagen, was man will. Klar, dieser leichte Auto-Aim, den man halt mit dem Bogen manchmal hat, der ist natürlich ein bisschen unfair. Aber ansonsten wäre es halt manchmal ein bisschen, zu schwierig. So. Tod bestätigen. Antikes Artefakt. Okay, und wir müssen es zurückbringen. Cool. Ja, das war dann eine schöne kurze Quest. Deine Bezahlung, wie versprochen. Wow, 1000 EP, ja, nicht schlecht. Wow. Ho, ho, ho. Nice. Okay. Das ist cool.
Ja, gut, die Quest werde ich öfters machen. Nice. Ja, holla, die Waldfee. Das ist doch mal eine schöne Waffe. So, die anderen behalte ich auch alle, einfach weil sie halt aus diesem Helix-Shop sozusagen sind. Nice. Mal gucken. Ah, okay, es ist eine... Es ist eine langsame und schwere Waffe, aber die haut sicherlich rein. Jetzt will ich auch noch mal kurz zum Schmied gehen, bevor wir den Part beenden. Weil ihr meintet ja auch mal zu mir, dass man Waffen aufwerten kann. Hallo, mein Freund. Aufrüsten, genau. So, aufrüsten für... Alter, kostet das viel Geld. Okay, man könnte hier Schaden plus 54... Ach so, nee, das kostet nur so viel. Ach, wenn man die... Ach, ah, okay. Wenn man also... Ach, das meintet ihr. Stimmt, Waffen, die man mag, wenn man die auf die aktuelle Stufe bringen will, dann kostet das halt so und so viel. Ah, okay, ich sehe. Ja gut, das lasse ich aber erstmal. Da könnt ihr mir jetzt von mir aus nochmal in die Kommentare schreiben, ob sich das denn wirklich lohnt. Ah, genau, und die Waffe, die ich jetzt habe, wird nicht angezeigt, weil die ja schon auf meiner aktuellen Stufe ist. Genau, also das müsst ihr mir einfach mal sagen, ob sich das wirklich lohnt und wie schnell man an Geld kommt. Weil ich will jetzt nicht unbedingt die Hälfte meines Geldes ausgeben für, ja, ich will nicht die Hälfte meines Geldes für, Sachen ausgeben, die ich vielleicht später gar nicht benutze, weil ich denke, in so einem Spiel kriegt man häufig genug, gute Sachen. So, 3 Fertigkeitspunkte haben wir schon. Ah, genau, das... Gut, was haben wir denn hier? Kettenattentat. Drücke Y, nachdem der Gegner mit einem Attack... Das ist, glaube ich, ganz cool. Das mache ich jetzt mal. Ich glaube, so Kettenattentat-Sachen sind bestimmt nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wenn zwei Leute nebeneinander stehen, dass man wirklich, wenn man einen ausschaltet, einen zweiten noch ausschalten kann. Das finde ich cool. Okay, ja gut. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und werden uns dann aufmachen zu der... Warte, ich guck mal neben... Ah, nee, genau. Hinterhalt im Tempel. Ah, wartet mal ganz kurz. Ah, nee, das ist die Führung. Nee, genau, dann machen wir das anders. Im nächsten Part werden wir dann die Führung noch machen. Und werden uns danach zur Hauptquest begeben, die ja auch für Stufe 10 ist. Die sollte dann funktionieren. Von daher, bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.